Freunde, ich habe keine Ahnung, wieso ich mir das hier antue. Wir spielen heute die schlimmste Yu-Gi-Oh! Challenge aller Zeiten, und zwar Yu-Gi-Oh! Master Duel Masochist. Wir starten mit einem komplett neuen Master Duel Account. Wir dürfen keine Starterdecks oder sonstiges benutzen, kaufen uns zu Beginn einfach so lange Master Packs, bis wir daraus ein 40-Karten-Deck zusammenstellen können, und damit werden wir versuchen, ranked das eine oder andere Duell zu gewinnen. Und nur falls wir ein Duell gewinnen sollten, dürfen wir uns ein weiteres Master Pack besorgen. Also so wie damals. Man hat einfach nur zusammengewürfelte Karten und versucht, daraus ein Deck zu bauen. Nur, dass die Gegner wahrscheinlich Metadecks spielen werden. Bevor wir loslegen, schaut auf jeden Fall auch bei dem Kollegen Simo vorbei. Soweit ich weiß, ist das derjenige, der diese Challenge als erster gemacht hat. Also Copyright geht auf jeden Fall an ihn. Hat aber gefühlt auch schon jeder andere jemals gemacht. Von daher nehme ich mir das jetzt einfach mal raus. Aber ja, Freunde, da jetzt alles geklärt ist, würde ich sagen, legen wir los mit Master Duel Masochist. So, meine Damen und Herren, Master Duel Masochist, wir sind am Start. Neuer, frischer Account, noch nichts passiert, außer dass wir eine Menge Gems bekommen haben. So ist das am Anfang in Master Duel, wenn man Account startet. Wäre schön, wenn das auch im weiteren Spielverlauf so wäre, aber ist es nun mal leider nicht. Aber was soll's. Ja, noch kein Duell gespielt, komplett Rookie, komplett alles. Wir haben hier Starterdeck am Start. Haben auch Karten geschenkt bekommen und so. Juckt uns alles nicht, okay? Das hier alles, das existiert für uns quasi nicht, was wir hier alles schon bekommen haben. Schade eigentlich, weil Photon ist schon ein gutes Deck, was man spielen hätte können. Aber wir gehen hier komplett rein in die Masterpacks, meine Damen und Herren. Wie gesagt, wir werden uns so lange Masterpacks kaufen, bis wir genügend spielbare Karten haben, um uns daraus ein 40-Karten-Main-Deck zu bauen. Und das wird dann unser Deck. Und damit werden wir versuchen zu gewinnen. Es wird schlimm. Ich bin gespannt. Mal gucken, was passiert. Und ja, wir kaufen ein Pack nach dem anderen. Oh, Junge. Normalerweise nehme ich mir nie so viel Zeit, um Packs zu öffnen. Aber okay, wir haben eine Super Rare auf jeden Fall hier drin. Das ist schon mal etwas. Mal gucken. Mal gucken. So, wir haben Poseidon-Welle. Unbekanntes Synchron. Ey, das sind sogar zwei okay Karten, weil die, also das kann einen Angriff annullieren, das kann sich specialen. Dämmerungs-Ninja Shingetsu, 1500 ATK. Bujingi-Schildkröte, 1,7. Magiebuch der Wunder, von allen Magiebüchern wahrscheinlich das schlechteste, bringt uns absolut gar nichts. Magiedeutsche Croissant, 1,5 ATK, das ist das, was ich da mitnehme. Numeron-Sturm, ja, Numeronius-Monster haben wir nicht. Und was wird unsere Super-Rare? Oh, Fallenbetäubung. Okay, das ist echt eine gute Karte. Also ich muss sagen, das erste Pack ist natürlich absolut nicht Meta irgendwie, aber sind wenigstens spielbare Karten dabei, muss man echt sagen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Nächstes Pack, wir schauen, was wir bekommen. Bis wir 40 Main-Deck-Karten haben, ne? Also müssen mitzählen, so nicht überspringen. Wir öffnen hier die Packs. Oh, Utopia-Strahl. Mal gucken, was kriegen wir? Oh, da ist eine Ultra-Rare dabei. Oh, okay, 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 okay. Das wird spannend. Gaira Guile, der kubische König. Weltall Dragstar sagt mir alles gar nichts. Nerval, okay, Tri-Brigade. DDD, Böenkönig Alexander. Go-Go-Go Gigas, 2200 Def immerhin. Verbündeter der Gerechtigkeit, kann ich jetzt nicht lesen. Begrenzungsentferner. Lol. Einfach... einfach Begrenzer entfernen als Monster. Life Twin Kissy Kill, okay, immerhin. Ja, wenn wir jetzt noch die andere ziehen würden, wäre gar nicht mal so schlecht. Und was ist unsere Ultra Rare? Komm, was ist es? Kosmische Festung Golga. Ein Alien-Synchromonster, das wir nicht beschwören können. Ja, super Ultra Rare Spot auf jeden Fall. Okay, zwei Synchromonster, das heißt sechs Main Deck Karten, wir sind also bei 14. Ja, ihr seht, worauf das hinausläuft. Wird nicht unbedingt ein spielbares Deck. Gucken wir mal, was hier im nächsten Pack drin ist. Diesmal ohne Utopia-Strahl. Ja, keine Holo dabei wahrscheinlich. Magnite Roter Mond. Okay, immerhin 2300 ATK, 2600 Def. Der kann sich specialen. Das ist schon mal sinnvoll. Infernoid Harmadik. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt beschwören kann. Blütenbombardierung. Pflanzenmonster. Okay, antiker Antrieb. Eieiei. Ricebell, der Sternjustierer. Wenn diese Karte bisher schon geschworen wird, du kannst ein offenes Monster, ja, Stufe erhöhen. Cyberengel Idathen werden kein Maschinenengel-Ritual haben. Oh, Gaia, zorniger Ritter des dunklen Windes. Den können wir beschwören, wenn wir keine anderen Karten außer ihm auf der Hand haben. Das ist eigentlich gut. Und Kairioshins dunkler Ruf.
Okay, 8 weitere Main Deck Karten. Das heißt, wir sind bei 22, wir sind über der Hälfte. Und bisher sieht das nicht nach einem spielbaren Deck aus, aber okay. Mal gucken, was wir noch kriegen. Da ist auf jeden Fall wieder eine Super Rare drin. Wir haben Insektor 100-Füßler, der Bray am Start. Komm, gib mir noch Marienkäfer und ich kann spielen. So, Express Roid, keine anderen Roid-Monster. Zwillingsphotoneidechse. Fusionsmonster werden wir wahrscheinlich nicht beschwören können. Reptia-Ei. Mantrawichtel, Talisman-Raune, Geist eines Grolls. Falls dein Gegner 8 oder mehr Karten in seinem Friedhof hat, die ATK aller Monster, deinen Gegner derzeit kontrolliert, werden zu 0. Boah, das ist gut. Das ist für unser Deck, für unsere Mission ist das gut. Verbannende Fallgrube. Wenn dein Gegner ein oder mehr Monster mit 1,5 oder weniger beschwört, verbanne jene Monster mit 1,5 oder weniger verdeckt. Ey, die ist echt gut. Ist die neu? Habe ich noch nie gelesen. Habe ich auch in Trap Tricks noch nie gesehen. Und Eisenschrottsignal. Solange du ein Synchromonster kontrollierst. Naja, okay. Ja, noch 8 weitere. Nee, 7 weitere Main Deck Karten. Das heißt, wir sind bei 29. Und schauen, was das nächste Master Pack hergibt. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich öffnen wir noch 2 Packs. Und das war's dann. Hier ist auf jeden Fall wieder eine Super Rare dabei: Super starker Samurai Gigantschuh. Nordischer Aszendent Mimir. Omega-Urteil. Wähle eine offene Monsterkarte in deiner Zauber- und Fallzone und 2 Karten, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Ja, tatsächlich, mit Insektor wird das sogar passen. Markiertes Ungeheuer. Ja, abgeheuerlich haben wir leider nicht. Verkörperung von Apophis. Immerhin Monster, was sich beschwören kann. Siegreiches Licht als Rare. Sogar als ja, Rare Finish oder wie das heißt, glänzend. Wenn Monster beschworen würden, bietet ein nicht verpflichtetes Monster. Ich glaube, wir haben keins. Metaphysischer Faktor. Und was ist unsere Super Rare? Manadium Abszission. Abszession. Zerstörst du, falls du viel gedacht dann von der Deckung, falls du schleusen. Ja. Bringt uns leider gar nichts. Ich weiß nicht, ob man die aktivieren kann, wenn man den Planeten nicht im Deck hat. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere Main-Deck-Karten. Das heißt, wir sind jetzt, wenn ich korrekt gezählt habe, bei 37. Das heißt, das hier wird voraussichtlich erstmal unser letztes Masterpack werden. Und da ist eine Ultra-Rare drin. Okay. Ja, da ist der Bree wieder am Start. Mal gucken, was das jetzt hier gibt. Okay, wir sehen nicht, wo die Ultra-Rare ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben Blumenstapeln. Infernoid Decatron. Wir haben 2 Infernoid-Monster. Violette Hexe. Searcht uns ein Pflanzenmonster. Bajonettbestrafer. Was ist das? Kalibermonster. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wenn ich jetzt ein Feuerstufe 1-Monster habe, das ist ja voll genial. Dann kann ich es vom Deck specialen. Wie krass! Einfach Snake Eye, okay. Nur die eine Karte, die bringt halt leider gar nichts allein. Schwarzstrahl-Lanzenträger, stabiles Xyz-Monster. Hyperpsychischer Aufsteiger, den kann man auf jeden Fall beschwören. Und TG Cybermagier. Das sind unsere letzten Karten, bis wir noch ein Duell gewinnen. Ja, ich bin gespannt, was wir daraus jetzt für ein Deck zusammenbauen können. Es wird sehr viele Karten geben, die wir nicht aktivieren können. Ich bin gespannt. Schauen wir da mal rein. Okay, das hier sind alle Karten, die wir gezogen haben. 43 Main Deck Karten, 5 Extra Deck Karten. Fun Fact: Von den 5 Extra Deck Karten können wir nur den hyperpsychischen Aufsteiger beschwören. Ist aber tatsächlich ein okayes Synchro-Monster. Kann verhindern, dass Monster, die weniger ATK haben, angreifen. Und Monster, die mehr ATK haben, ihre Effekte aktivieren. 2000, Stufe 6. Ist das Beste, was wir hier kriegen konnten. Die anderen sind eigentlich nur zur Dekoration da. Ansonsten haben wir hier eine Menge Karten im Main Deck, die wir gar nicht aktivieren können. Also nicht nur, die sind schwach, sondern wir können sie nicht ausspielen, wie Magiebuch der Wunder, keine Ahnung, Markiertes Ungeheuer oder Kairyushins Dunkles Riff, auch Siegreiches Licht. Das sind alles Karten, die können wir nicht aktivieren. Das heißt, die werden tot sein, hundertprozentig. Aber was wir hier auf jeden Fall machen können, ist zumindest 3 Karten noch rausnehmen, damit wir clean auf 40 Karten können. Ich würde mich hier entscheiden, und das finde ich sehr schade, Cyber Engel Edithen rauszunehmen, denn die können wir nicht beschwören, wir haben nicht das passende Ritual. Eigentlich ist es voll cool, wenn wir Talisman Raune haben, dann können wir theoretisch, falls wir die beide ziehen,
ihnen der Hand vorzeigen und ihn und noch ein Mantra-Wichtelmonster vom Deck beschwören. Das ist eigentlich voll die coole Combo, weil es sonst zwei Bodies aufs Feld gibt. Aber das Problem ist, dass das nur funktioniert, wenn ich auch ein zweites Mantra-Wichtelmonster im Deck habe. Das heißt also, ich kann diesen Effekt faktisch nicht aktivieren, selbst wenn ich beide auf der Hand habe. Also sollten wir jemals aus einem Masterpack noch einen zweiten Mantra-Wichtel ziehen, dann wäre das eine Überlegung wert. Aber so nehme ich das Ritualmonster raus und ihn halt auch, weil er bringt mir dann ja logischerweise auch gar nichts. Ja, und dann kann ich hier eigentlich noch eine Zauber- oder Fallenkarte rausnehmen. Macht gefühlt keinen Unterschied. Ich würde sagen, nehmen wir hier einfach markiertes Ungeheuer raus, weil... keine Ahnung. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch das oder sonst was rausnehmen, aber macht keinen Unterschied. Ich kann eh alle nicht aktivieren. Ich habe mich jetzt dann entschieden, wie gesagt, die beiden Monster rauszunehmen, weil Zauber und Fallen kann man wenigstens als Bluff verdeckt spielen und das ist dann vielleicht noch sinnvoller. Aber ja, das wäre unser Deck. Ich bin gespannt, was damit passieren wird. Also damit ein Duell zu gewinnen, wird schwer. Wir haben eine Win-Condition mit Mech-Ritter Roter Mond mit 2300. Gaia Zorniger Ritter des Dunklen Windes mit 2300. Der kann sich specialen, der kann normal beschworen werden, ohne Tribut unter gewissen Bedingungen. Haben ein paar okaye Fallenkarten. Falls wir den Synchro-Kollegen rausbekommen, ist das gar nicht mal so schlecht. Paar Beatsticks, Insektor 100 Füßler unter anderem. 2200 Death mit Go-Go-Go Gigas. Ansonsten wird es schwierig. Das, was ich noch cool finde, ist, wir haben eine lustige Kombo mit Infernoid Decatron. Sollten wir den ziehen, können wir Harmadic vom Deck auf den Friedhof legen. Und Decatron, der kopiert dann den Namen und den Effekt von Harmadic. Und der sagt halt, dass wir einmal pro Spielzug ein Monster auf dem Spielfeld zerstören können. Das bedeutet, sollten wir Decatron ziehen und Harmadic noch im Deck haben, dann ist das tatsächlich ein Monster-Removal. Also das ist eine witzige Kombo, die wir haben. Aber ansonsten wäre es das auch. Wir haben tatsächlich auch eine Menge Fallenmonster, falls das irgendwen interessiert. Ja, ich würde sagen, gehen wir ins erste Duell. Ich bin gespannt, was da passiert. So, Freunde, ihr seht jetzt hier nochmal extra, hier hat sich nichts getan. Also ich habe hier kein Duell auf heimlich gespielt oder so. Das wird jetzt unser erstes Spiel. Und ja, mal gucken, wen wir hier bekommen, was passiert. Also selbst gegen Bots, die nicht nur darauf ausgelegt sind, sich selbst zu zerstören, wird es sehr, sehr schwer. Natürlich müssen wir auch das richtige Deck auswählen. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Rookie Tier 2. Niedriger geht's nicht. Und wir spielen gegen jemanden, der schon Avatar und Begleiter geändert hat. Das bedeutet, der spielt wahrscheinlich ein Deck, was ansatzweise Sinn macht. Das wird also sehr, sehr schwer. Ich entscheide mich hier tatsächlich Second zu gehen. Ihr kennt das vielleicht aus Legacy of the Duelist und so weiter. Eigentlich ist ja First gehen in Yu-Gi-Oh! Besser, aber wir haben ja keine Combo. Deswegen die eine Karte mehr ziehen ist tatsächlich besser. So, was haben wir denn? Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus für unsere Verhältnisse. Der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Das ist schon mal okay. Nerval, ja, 2000 Def, Go-Go-Go Gigas, 2200 Def. Vielleicht können wir ja so wie dieses alte Feld-Structure-Deck einfach darauf spielen, dass er uns, ja, dass er mit seinen Angriffen in uns reinrennt. Ah, der spielt Unchained. Oh. Oh. Der spielt ein gutes Deck. Ja. Ja, super. Erstes Spiel, ne? Jetzt... beiseite, ob das jetzt gerade Masochist Challenge ist oder nicht. Aber imagine, du öffnest zum ersten Mal in deinem Leben Master Duel. Das erste Mal in deinem Leben spielst du dieses Spiel und du siehst das, was jetzt hier passiert. Das, was jetzt passiert und noch passieren wird in diesem Zug, das ist deine erste Interaktion mit Yu-Gi-Oh! Das ist deine erste Erfahrung, dein erstes Duell. Du löschst doch diese App und spielst dieses Spiel nie wieder. Passt auf, was jetzt hier alles kommt. Also das ist der Wahnsinn. Da brauchen wir uns auch gar keine Hoffnung machen. Ich habe gehofft, vielleicht, wenn ich im untersten Rang anfange, also ich habe noch kein Duell gemacht, vielleicht kriege ich da einen Gegner, der auch nichts macht. Aber dem ist natürlich nicht so. Wir kriegen natürlich die direkt volle Meta-Power. Losgekettete Seele, Lord von Yama. Ja. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht kommt gleich seine Mutter rein und er soll zum Essen kommen oder so und deswegen gibt er auf. Das wäre auch noch eine Option. Dann kriegen wir immerhin das Masterpack. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da, aber ja, viel mehr Optionen sind da jetzt nicht. Überlegt auch sehr lange. Gut, er weiß natürlich nicht, was wir spielen, aber
Ich denke nicht, dass dieser Zug schon vorbei ist. Hallo? Da schlägt gleich die Verbindung fehl, das wäre super. Du kannst auch ruhig aufgeben, da habe ich kein Problem mit. Hallo? Das dauert ja ewig. Wie lange überlegt denn der Kollege? Okay, er spielt weiter, schade. Shavara zerstört Trap. Special Summon. Rage. Effekt Shavara setzt eine Trap. Oder Spell. Nochmal dieselbe. Ja. Rage Pass oder was? Set. Okay, wirklich Rage Pass. Es ist echt schlecht. Also da hätte er bestimmt mehr machen können. Aber gut, wir brauchen hier nicht zu diskutieren. So, uns geht es nicht gerade viel besser. Ich würde sagen, wir spielen den Gogo Gigas verdeckt. Kommen da erstmal drüber. Dann haben wir hier noch ein paar sinnvolle und ein paar sinnlose Karten. Fallenbetäubung gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn er seine Fallen aktivieren sollte, kann ich die Effekte davon annullieren. Also Poseidonwelle annulliert zumindest einen Angriff, das ist schon mal in Ordnung. Natürlich, die kann nicht durch Kampf zerstört werden. Rage kann übrigens auch nur ein offenes als Spezialbeschwörung beschworenes Monster wählen. Das heißt also, er kann den nicht für den Effekt von Rage weglinken. Wollte ich nur gesagt haben, wird nichts am Verlauf des Duells ändern, aber okay. Shyama kommt vom Friedhof. Rhino Warrior aktiviert seinen Effekt. Er kann einen Unterwäldler auf den Friedhof legen vom Deck. Ja. Ich dachte, wir spielen irgendwie gegen Stun oder Random Starter Deck. Vielleicht haben wir das Glück. Vielleicht. Aber du spielst ja hier im ersten Duell gegen Unchained. Und das, er hat sogar schlecht gespielt. Er hätte das safe mehr machen können. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Shavara settet noch eine Trap. Diesmal ist es die scheußliche Kammer. Und ich meine, hey, wir können immerhin einen Angriff annullieren mit Poseidonwelle. Mach das mal nach. Du kannst eine Karte, wenn du kontrollierst, zerstöre sie. Dann kann er eine Spelltrap zerstören. Ich hoffe, die in der Mitte. Yes, die wir nicht aktivieren können. Perfekt. Gebaitet. Psychologie, meine Damen und Herren, Psychologie. Und natürlich wollte ich mit den beiden Äußeren um Imperm rumspielen. Losgekettete Zwillinge Sarama. Sehr vielversprechend. Sehr, sehr vielversprechend. Das, ja, diese Challenge, das ist ein Himmelfahrtskommando. Das ist natürlich, wenn du gegen so ein Deck spielst. Also selbst wenn du, und da lege ich mich fest, selbst wenn du schon 100 Duelle gewonnen hast und mit deinen Packs ordentlich Karten rangeholt hast, die gut sind, du wirst dagegen nicht gewinnen. Dagegen wirst du nicht gewinnen. In keiner Welt. Guck mal, wie lange der spielt. Also jetzt mal im Ernst, ne? Also jetzt, wie gesagt, unabhängig davon, dass ich ein schlechtes Deck spiele. Fair, fein, ne? Aber imagine, du hast noch nie Yu-Gi-Oh! Gespielt. Du weißt gerade so, was Monster-Zauberfallen sind. Und das Erste, womit du konfrontiert wirst, ist das hier. Und es geht noch schlimmer. Was willst du denn da machen? Also, was? Also, da spielst du doch nie wieder. Du hast doch nie wieder Bock, dieses Spiel zu spielen. Kann mir auch kein anderer erzählen. Ich kann jetzt hier mit Fallenbetäubung immerhin seine Flucht der Losgeketteten annullieren. Aber ja, das dürfte ein OTK werden. Von der schmackhaftesten Sorte. Also denke ich, dass er das hinkriegt. Sollte er.
Überlegt sehr lange. Sehr, sehr lange. Wirklich sehr, sehr lange. Bro, du hast mein Deck gesehen. Ich habe Eisenschrottsignal, Poseidonwelle und Fallenbetäubung. Was kann da liegen? Selbst wenn da Menschenfresserkäfer liegt. Oh mein Gott, ich zerstöre deine Unchained-Monster? Das ist aber schlimm. Spiel doch einfach. Er denkt sich aber auch wahrscheinlich, was ist das denn für ein Casual? Ah. Komm, Bro. Vielleicht gewinne ich ja dadurch, dass die Zeit bei ihm abläuft. Das wär doch was. Vielleicht surrendert er, weil er zu verwirrt davon ist. So wie in Pokémon. So. Musketier ist verletzt. Ist verwirrt. Musketier verletzt sich selbst. Nightmare Unicorn. Effekt. Shuffelt mein Go-Go-Go-Gigas. Ins Deck zurück. Der Kollege. Er schafft's aber nicht, mich zu killen. 800! Jungs und Mädels, 800! Okazi für Game. Was haben wir jetzt hier? Dodo. Super starker Samurai, Giga-Handschuh. Ja, ich würde sagen, wir spielen unser Reptier-Ei verdeckt und hoffen, dass es nicht durch Kampf zerstört wird. Und das ist auch schon alles, ne? Alternatives Artwork von Unicorn. Wilde Entscheidung. Wilde Style-Choice, aber ist okay. Ist ein okayes alternatives Artwork. Boom! Da kann ich durch Kampf zerstört werden. Was machst du jetzt, ha? Mit deinem Deck, welches darauf basiert, andere Karten zu zerstören. Aber mal abgesehen davon hätte ich wahrscheinlich einfach SP Little Knight auf den, oder nee, dann kann er nicht angreifen, aber irgendwas vom Extra-Deck, Access Code einfach, um den zu zerstören. Safe. Wäre doch sicherer gewesen. Sag mir jetzt nicht, dass der da jetzt ratlos rumsitzt und nicht weiß, wie er den outen soll. Ey, vielleicht gehe ich ja durch Deckout. Shiyama. Er kann einen losgeketteten Monster als Spezialbeschwörung von seinem Deck beschwören. Ja. Gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Der benutzt den als Link-Material. Und holt sich wieder seinen Rage zurück. Hat er wenigstens eine Interruption in meinem Zug. Und einen Caesar. Denke ich mal. Gehe ich stark von aus. Jo. Im Angriffsmodus. Top Deck Lightning Storm. Dudo! Okay. Ja. Beschwören wir Kissikill im Angriffsmodus. Leider keine Lila im Deck. Endphase. Immerhin, wenn er angreift, aktiviert sich Kissikills Effekt und wir kriegen 500 Lebenspunkte. Er darf einfach eine Karte mehr ziehen wegen Unicorn. Ne, er darf eine Karte ziehen. Wenn er noch ein co-linktes Monster hätte, dann. Wir kriegen 500 Lebenspunkte. Starke Leistung. Das Duell. Ich würde sagen, ganz knapp. Ganz, ganz knapp, wie Deutschland gegen Spanien. Ganz klar, ausgeglichenes Duell. Jeder hatte seine Chancen. Können wir erhobenen Hauptes sagen, wir haben unser Bestes gegeben. Okay, ich wusste nicht, dass man tatsächlich auch ein Rank-Up bekommt, wenn man verliert. Das ist ja wild. Was ist denn jetzt? Okay, keine Ahnung. Gut. Nächstes Duell. Wir schauen, was wird. Vielleicht kriegen wir diesmal einen Gegner, der nicht, Galatea als Kumpanin hier, das sagt mir schon alles. Der hat Rahmen und Profilbild und selbst gegen Orkus zu spielen wäre ja schon zu viel. Ne? So. Ich habe keine spielbare Karte. Keine einzige. Das ist ein Ding. Das ist hart. Das ist sehr hart. Das tut richtig weh.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach echt schlecht aus den Masterpacks gezogen, aber auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du besser ziehst als das aus Masterpacks, wo jede Karte drin sein kann. Set one pass! Set one pass! Gib mir Monster, komm! Insektor 100 Füßler! Ich habe ein Monster bekommen, aber das hat 100 Angriffspunkte. Ja, super. So, hier. Hier, vielleicht spielen wir gegen Chainburn und dann ist Fallenbetäubung ganz, ganz okay. Beenden wir unseren Zug. Das ist jetzt, das ist sehr, sehr blöd. Was macht unser Gegner? Haben wir mittlerweile ein Monsterchen gezogen? Ich kann wenigstens mit Gigantschuh meine 5 obersten Karten stacken. Okay, er spielt noch eine Karte verdeckt. Ist das jetzt wieder der Pass oder was? Ist das wieder der Pass? Labyrinth! Oh, dagegen ist Fallenbetäubung sogar gar nicht mal so schlecht. Aber... Eieieiei. Großes Willkommenslabyrinth. Es gibt keine Welt, in der ich hier eine Chance habe. Keine Welt. Nicht in diesem Universum. Verbündeter der Gerechtigkeit, Begrenzungsentferner. Komm, wir müssen jetzt hier für die volle Offensive gehen. Ich sag's euch, wie es ist. Begrenzungsentferner im Angriffsmodus. Kommt was? Kommt da was drauf? Ja. Fallenbetäubung. Ich annulliere deine Falle. Ja? Ja, was sagst du dazu? Das hast du nicht kommen sehen, hä? Das hat er nicht kommen sehen. Jetzt chaint er noch das andere Willkommenslabyrinth und dann geht die durch wegen Chainlinks. Ja, ja, ja. Der Labyrinth-Counter im Main-Deck. Hast du nicht kommen sehen, hä? Den hast du nicht kommen sehen. Chain. Was? Warte, was? Warte, was? Was hat er denn jetzt gemacht? Was hat er denn jetzt gemacht? In was? Was? Er hätte doch einfach seine Falle... Ach, die kann nur gesetzte... Eine verdeckte Karte zerstören. Ja, er hätte die offene zerstören wollen, damit der Trapstun die nicht mehr berührt. Aber okay, kann ich mit leben. Was kann ich denn mit Schlangenauge vom Deck beschwören? Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Okay, er möchte auf die Summon von superstarker Samurai Gigantschu reagieren. Aktivieren wir das mal. Das interessiert mich jetzt einfach, was ich damit vom Deck beschwören kann. Max C! Dekatron! Ich kann Dekatron damit beschwören! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das macht ja sogar voll Sinn, das ist ja voll gut. Die Kombo habe ich vorher nicht gesehen, der ist ja in Stufe 1 Feuermonster. Ich kann... Oh mein Gott. Ich kann meine Win Condition vom Deck beschwören. Nein. Ja, toll, und dann spielst du gegen Monster, was sagt, wenn die zerstört wird, macht was. Imperm! Nein! 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 Nein!
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Kann ich das nicht sogar machen? Kann ich das nicht sogar machen? Warte mal. Effekt Dekatron. Ich will ihn. Wieso geht er durch? Wen hat er annulliert? Was? Wen hat er annulliert? Was? Wieso konnte er den nicht? Ich verstehe nicht. Ich habe keine Ahnung. Erklärt's mir in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Wieso konnte ich den Effekt? Er hat doch Imperm. Hä? Egal. Kommt. Wir schaffen das. Wir spielen weiter. Komm. Ich dachte halt, ich mache Effekt zum Zerstören, dann Chain-Effekt zum was aus dem Friedhof verbannen, indem ich ihn als Tribut anbiete. Aber das geht ja nur im Zug des Gegners. Also das Play, was in meinem Kopf Sinn gemacht hat, das hätte gar nicht funktioniert. Aber, hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Wie hat das... Es ist mir egal, wie es funktioniert hat. Es hat funktioniert. Es reicht. Also, und der ist ein Empfänger. Ich kann ja sogar den... Ich bin überfordert mit den Möglichkeiten, die ich hier habe. Nee. Dudo, Weltall Dragstar? Kann ich Synchro? Ja, hab ich nicht kommen sehen. Dekatron und Verbündeter der Gerechtigkeit Begrenzungsentferner. Hyperpsychischer Aufsteiger 2000 ATK. Ja, was sagst du dazu? Der ist sogar Empfänger, der Fallenkollege hier. Ich hoffe, er hat nicht diese Labyrinth-Trap, mit der er nochmal ein Labyrinth-Monster vom Deck beschwören kann. Das wäre halt kacke, weil dann... Ja, das wäre halt doof. Weil dann hat er einen Beatstick, der da drüber kommt und dann reicht's halt, aber... Trap-Trick. Ich musste Traps dann auf das erste Labyrinth-Ding machen, okay? Ich musste. Hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich hier gar nicht... Dann würden wir jetzt hier gar nicht sitzen. Was verbannt der? Willkommenslabyrinth. Ich hoffe, er beschwört diese Ariana. Die kann ich mit verbannende Fallgrube halt eben verbannen, ne? So, Battle-Phase. Greifen wir an. Er aktiviert die. Was holen wir uns? Bitte nicht die dicke. Bitte nicht die mit 3000 oder so. Obwohl das halt Sinn machen würde. Ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger-Monster, welche denselben Typ und dieselbe Eigenschaft haben. Mit anderen Worten, ich kann mir Dekatron und Hammer-Dick-Zug auf die Hand nehmen. Nein, das kann doch nicht sein, dass ich hier tatsächlich irgendwie spiele. Das geht doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Okay. Endphase. Ja, ich kann leider nichts machen. Ey, schade, wenn das jetzt eine bodenlose Fallgrube wäre. Ich könnte die halt zerstören. Da geht ins Extra-Deck. Ich kann ihn widerrufen. Verbannende Fallgrube, Minion. Verbannende Fallgrube. Auf nimmer Wiedersehen. Labyrinth Chicard. Bye, bye. Omega-Urteil und Weltall-Dragster. Ey, lass doch jetzt Schiebung. Ja, kann er machen. Wirf das Max C ab. Settet sich nochmal so eine Labyrinth. Jetzt hat er aber auch bald alle durch, ne? Freunde, ey, komm, ey. Das ist doch, also das ist ein Schulterklopfer wert, wie wir hier mithalten, okay? Gegen Labyrinth, ein tatsächliches Meta-Deck in Master Duel. Auf Dekatron und Hamadic-Kombo. Mit Stufe 6 Synchro-Engine. Jetzt kommt noch die zweite dicke Tante vom Deck und dann ist halt vorbei.
Und noch eine Falle. Aber wir haben uns der Waifu-Macht entgegengestellt und das kann uns hier niemand nehmen. Crazy, okay. Die verbannende Fallgrube. Ich kann Dekatron vom Deck beschwören. Das ist so geil. Ich kann das. Die Kombo habe ich vorher nicht gesehen. Die wollte ich. Ah ne, die hat 1-6. Ich wollte mit der gar nichts. Ja, Search. Ja, mach. Jetzt ist halt das Kind in den Brunnen gefallen, ne? So, weil jetzt hat er so viel Ressourcen zum Spielen. Da komme ich im Leben nicht mehr dran. Aber war trotzdem schön. Weil kurz für einen Moment gedacht zu haben, dass man eine Chance hätte. Es kommt auch lange, lange Bedenkzeit. Arias. Das ist doch System, Alter. Das ist doch mindestens das 700. Deck, was auf irgendwelchen Mates basiert. Das kann man mir auch nicht anders erzählen. Schade, 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 schade. Ja, aber zweite Mal, dass wir gegen den Bums spielen. Kommt Shavara zurück auf die Hand. Shavara zerstört die Verdeckte. Hätte er nicht einfach damit nochmal Lady Labyrinth beschwören können und dann hätte er 8000 gehabt. Aber wahrscheinlich denkt er sich halt, ich habe sinnvolle Fallenkarten, was ich natürlich nicht habe. Also ich meine, ich kann hier mit einem Angriff blocken, aber ja. Link 2 auf, oder Link 3, nee, Link 2 auf Rage. Geht doch erst in die Battle-Phase, oder nicht? Weil der Effekt funktioniert ja nur während der Main-Phase des Gegners. Omega-Urteil geht zurück auf die Hand. Gut, dass ich das noch als Bait gesettet hatte. Weil damit ist der Weltall-Dragstar safe. Ich hoffe, er greift auch zuerst mit Rage an. Ja, let's go! Warte mal, was kann der? Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, grabe die oberste Karte des Decks und falls es wenn die Artikel. Legen sie einfach auf den Friedhof. Ja, ist ja eigentlich egal. Weltall-Dragstar. Im Verteidigungsmodus. Was sagt man dazu, hä? Da kommst du nicht drüber. Da kommst du nicht drüber. Du kannst mit der drüber, aber... Ja, Freunde. Also... Antiker Antrieb. Super. Spielen wir den verdeckt. Gucken, was wir hier noch an Bluffs haben. Und das wär's dann auch. Aber wir haben ihn gut geärgert. Ihn oder sie oder wen auch immer. Gut mitgehalten. Das ist ein Duell, da kann man stolz drauf sein. Alter, wirklich... Da kann ich mit leben. Da kann ich heute Nacht wohlgesonnen mit guter Laune schlafen gehen. Set. Diesmal wird er mit der Lady angreifen aus Angst. Nein, er greift wieder mit Rage an. Hätte ich diesmal nicht gemacht. Weil ich mir denken würde, was wenn... So, Gigantschu, mal gucken, was das jetzt macht. Das ist eigentlich total unnötig. Insektor 100 Füßler, der Beatstick! Ah, oh, schade. Ja gut, aber hätte eh nichts gebracht, weil die haben mehr. Aber egal. Was haben wir hier? Oh, der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Der kann nicht durch Kampf zerstört werden, der Kollege. Immerhin. Immerhin. Mach das mal nach. Mach's nach, boom, boom, asiatische Zeichen. Ah. Schade. Das ist echt schade. Das ist wirklich schade.
Ich meine, ja, das geht natürlich fair. Aber er ist jetzt schon bitter. Er hätte lieber den auf dem Feld gehabt, der nicht durch Kampf zerstört werden kann. Wäre kein Hindernis gewesen. Einfach Nightmare Unicorn beschwören und Ende. Aber schade. Sehr, sehr schade. Aber können wir mal bitte darüber reden, wie viele Ressourcen es gebraucht hat, um diesen random Haufen an Karten zu besiegen? Also, Max C, Imperm, Trap Trick, also gefühlt die komplette Labyrinth Engine einmal durch. Unchained noch dazu obendrauf, Terror des Oberholzes. Also, das ist schon viel an Ressourcen, was der Kollege hier braucht, um unser Masochist-Deck zu besiegen. Und wir hatten gefühlt nur Dekatron. Also, das ist eigentlich schon, es ist schon peinlich, dass du so strugglest, das hier kaputt zu machen. Da kommt noch die zweite dicke Tante. Mit dick meine ich übrigens nicht die Körpermaße, das ist kein Bodyshaming. Ich meine, die hat dick Angriffspunkte. Bevor das jetzt irgendwer sagt. Muss die sich in Death specialen? Die muss sich in Death specialen, okay. Aber das hätte man doch 100% klüger machen können. Ja, jetzt macht der Link 2 und dann reicht auch, aber... Also ich habe nichts mehr, was ich aktivieren kann. Ich bin komplett raus, ne? Also ich habe wirklich gar nichts. Alter. Jetzt haben wir aber auch alles. Jetzt kommt die noch und searcht. Komm, an dem Punkt kannst du auch einfach angreifen und gut ist. Jetzt kommt noch das, der Field Spell. Sonst noch Wünsche. Jetzt greif an und reicht. Das müsste ja reichen, oder? 6-3, ich habe 5000, komm. Geh in die Battle-Phase. Ist das jetzt noch nötig? Jetzt greif an. Meine Fresse. Bro, ich habe eine verdeckte Karte. Was erwartest du? Was erwartest du? Spiegelkraft? Selbst das wird mir nicht mal was bringen. Abomination. Boom. Gut, das hätten wir vor 10 Minuten haben können. Aber ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Ich muss tatsächlich zugeben, deutlich, deutlich solider performt, als ich es jemals erwartet hätte. Ich glaube, die Folge ging jetzt auch schon relativ lang. Waren zwei Duelle, die wir leider verloren haben. Das letzte fand ich sogar echt spannend sogar. Natürlich können wir uns jetzt keine Masterpacks holen. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir darauf hoffen, dass wir nicht gegen Unchained oder Labyrinth Unchained spielen. Wäre vielleicht cool, mal irgendwas Gechaintes zu haben, ja. Und vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal eine Runde zu gewinnen. Ich muss sagen, Dekatron MVP, wie Montel Vontavious Porter. Aber für heute wäre es das dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert jetzt eure Geredezauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.